Oups. Ja, das ist immer Mist mit den Firmen-PCs. So, jetzt kommt der Moment, wo der Frosch ins Wasser rennt. Wenigstens etwas live. Und er sagt weiter. Ja, er sagt weiter. Ich mache gerade einen Test mit dem Güllefass. Ich wollte jetzt wissen, ob der jetzt auch überlädt von vorne nach hinten, weil ich dann öfters mal mit Gülle düng oder mit Mist, da kann ich dann wieder schön variieren. Ansonsten gibt es nichts Neues live. Ich war gestern kurz in Ding drin. In der Karriere, um mir da den Erfolg mit dem Schweinen zu holen. Den hat er mir aber nicht gegeben. Jetzt spiele ich heute Karriere, dann kriege ich heute zumindest den Schweineerfolg. Also da muss ich nachher noch ein bisschen drüber gehen. Ansonsten gibt es nichts Neues. Ja, heute spiele ich, weil Geburtstag feiern ist. Ihm seine zweite Hälfte oder bessere Hälfte, je nachdem wie man es sieht, hat heute Geburtstag. Scheinbar geht der nur offline, ja. Also zumindest beim 15er war es so. Und wenn du eine neue Karte aufmachst live, guckst du gefundene Goldnuggets 3. Sprich, du kannst auf jeder gefundenen Karte, also auf jeder neuen Karte, kannst du die Goldnuggets suchen. Das ist neu. Ob jetzt da natürlich dann auf Sosnovka auch welche versteckt sind, das weiß ich nicht. Nee, bei LS15 war es nicht, nur einmal suchen können. Soweit ich das noch im Kopf habe. Thank you.
Nein, geht nicht. Geht nicht. Wenn du einen Auftrag annimmst, wird dir immer das Fahrzeug oder so zur Verfügung gestellt. Du kannst den zwar ablehnen und dann nochmal anwählen, dann bekommst du ein anderes Fahrzeug, aber mit deinem eigenen kannst du nicht. Ich habe mir versucht, das Zeug, also die Ernte dann in meinen Anhänger zu verladen. Er kippt zwar aus, aber im Anhänger kommt nichts an. Der Anhänger bleibt leer. Da kannst du nicht einmal entladen. Das ist wieder für das Schmarren. Da heißt es ja, nimmt es an und dann kannst du es nicht loswerden. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden, da ist jede Menge Potenzial. Es wird da jede Menge noch kommen. Wenn ich da so schaue, was es jetzt schon wieder an Mods gibt, sind schon einige Sachen dabei, wo ich sage, warum habt ihr das in der Konsole oder warum kriegen wir das nicht auf der Konsole? Gibt wieder neue Gebäude.
taktisch unklug, aber ist egal. Kann ich so rum aufhaben.